Söhne gesucht 2009. 600 Bewerber. 40 Kandidaten. 14 Gewinner auf ihrem Weg ins Finale. Und die Söhne Mannheims hautnah. Jetzt aus dem Trafowerk Mannheim. Als Online-Serie. It's on. Darstellt, ist auf kein Recht verlassen, bis auf die, die man liebt und auf die, die man hasst. Die Politik ist nicht an allem schuld, das ist natürlich Quatsch. Doch schuldlos ist sie auch nicht und manches ist echt krass. Doch wir machen alle Fehler und wir bauen alle Mist. Es wird wohl keiner hier behaupten, dass er fehlerfrei ist. Ich sag das nur so deutlich, dass es kein. Habt ihr schon mal Video gedreht? Wer hat schon mal Video gedreht? Gut. Also im Prinzip haben wir eine Bluescreen hinten dran. Ihr wisst, was eine Bluescreen ist? Also ich kann später Sachen reinsetzen. Das wird ein sehr surreale Bild, das ist ein sehr farbenfroh, Dinger. Also das Schöne an Blau ist, dass es eigentlich relativ einfach ist, mit euch zu arbeiten. Wir werden anfangen mit einer Total. Und da kann man ein bisschen reden, sagen, Mensch, mach das doch so besser oder machst du so. Und dann gehen wir immer enger zusammen. Und ja, ich denke, heute Abend, 11 Uhr, werden wir fertig sein. Oder 12. Oder 3. Liegt an euch. Ich würde mal sagen, ich sage euch da halt viel. Ich lasse es leider glauben. Und ihr macht mal das, was ihr im Kopf habt. Ne, das ist immer eigentlich am besten. Man kann nicht ja sehen, ob es gut war, ist es super gut, ich brauche gar nichts sagen. Oder man kann sagen, macht es so oder so oder so. Von der Vorbereitung her muss ich jetzt für mich persönlich sagen, schon ein Song, der nicht mal gerade so gesungen ist, ne, für vielleicht andere Nummern, die man singt. Dann auch vor der Kamera dann entsprechend die Gefühle und auch die Action rüberzubringen und dann gleichzeitig den Text zu können. Also es war schon auch anspruchsvoll. Okay, seid ihr bereit? Ja. Ich hab nichts gehört. Seid ihr bereit? Ja, Mann. Yeah. Gebt alle! So wie sich darstellt, ist auf kein Recht verlassen. Bis auf die, die man liebt und auf die, die man hasst. Die Politik ist nicht an allem schuld, das ist natürlich Quatsch. Doch schuldlos ist sie auch nicht und manches ist echt krass. Der Videodreh war spitze, also angefangen von der ganzen Crew, der Regisseur, Kameramann, alle super nett, super freundlich. Gut, man hat den Song 65 Mal gespielt, aber es hat auch irgendwie 65 Mal Spaß gemacht. Es war ja quasi klar, wie wir so gedreht haben, dass es viel Performance-Video oder dass es ein Performance-Video wird. Dass man wirklich ganz viel darauf achten konnte, wie man sich halt einfach auch mal am Instrument bewegt, was man da so tut, weil man da ja nicht unbedingt immer einen Fokus drauf legt. Sicher! Aber mit der Faust, oder? Also wirklich Faust und dieses Fight. Wir haben alles in Musik verpackt, was wichtig erschien. Aber prüft lieber zweimal, ob es euch zu weit dient. Denn wir sind nur Menschen und sicher nicht unfehlbar. Das behauptet nur der Papst von sich, dass das nicht stimmt, ist mir klar. Noch was ist klar uns, weil es hier Vergebung brauchen. Jeder Tag könnte der letzte sein, so wie die Dinge laufen. Nichts ist mehr unmöglich, Nahrungsmittel tödlich. Keiner wird uns offen, aber auch hier unbelöblich. Hey, yo, money makes the world go round, seems like nothing changes. I feel my life's at risk, I can't escape from all this danger. Politicians lying, you can see it in their face. They only want the power for themselves and not the human race. I struggle to maintain because this life is not a game. I'm throwing fists up at the system, trying to break these mental chains. Fight for liberation, fight for the nation. Fight for my freedom and for world domination. It's on, that's so clean, jetzt geht's los. It's on, eure Hände aus dem Schoß. It's on, heißt Jungs, wir schlagen los. It's on, heißt das Tier wird in diesen Tagen groß. It's on, heißt nicht, was machen wir bloß. It's on, heißt das Biest bekommt einen tödlichen Stoß. It's on, bring it on, we can wait so long.
auch mal so zu sehen, wie das auf der professionellsten Ebene dann so abläuft. Einfach von den Kameraeinstellungen her und so, was man da alles beachten muss und so. Macht man sich eigentlich so, wenn man es sieht im Fernsehen, alles nicht klar? Es ist total eine Geduldsfrage, weil es ist einfach, du musst warten, die Kamera wird neu eingestellt, die Schärfe wird eingestellt und das geht einfach, das geht lange. Und bei 14 Leuten hat jeder sein Part, bis das dann richtig im Kasten ist. Aber ich habe auch damit gerechnet, von dem her war ich jetzt nicht irgendwie, es war Spaß und Geduld, also es hat auf jeden Fall Fun gemacht. Ich selbst war beim ersten Mal schauen sehr skeptisch, habe dann aber den Hintergrund betrachtet, diese Visualisierung gerade dieser Thematik und muss sagen, super Video geworden. Die andere da mit, dann kommt der Flieger raus. Es ist cool, ist abstrakt, aber das hat ja der Regisseur uns schon erzählt, was da wird. Ich denke halt, man muss es ein paar Mal gesehen haben, um alles das irgendwie zu ordnen, was da alles so passiert. Vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen schwierig, um das alles irgendwie schnell festzuhalten. Aber je öfter man es sieht, desto cooler wird es eigentlich. Ja. Eine Kamera, 14 Leute, coole Animation, cooler Sound, cooles Video. Abends dann, als wir dann im Hotel saßen, hat man schon gemerkt, so trotz dem ganzen Spaß und der Freude und dem zigmal diesen Song singen, waren wir dann doch sehr platt. Geil, geil, tierisch. Ah, eine Stelle war noch, Den singen mal bitte zusammen nochmal die letzte Ton, also A Cappella.